bist fertig, du bist fertig. Ein paar mehr Macken. Das war das dritte. Binding also okay. Das heißt, die Bindings. Ja, Silikon. Redstone. Davon. Davon. Ein davon. Ich hasse Gold. Eigentlich... Nein, hab ich nicht. Was denn mit Chicken? Möglichkeit daran zu bauen, außer das zu craften. Hallo, hey Bandala, geht's dir? Warte am Kochen. Ich hoffe, essen. Haschisch-Panda, Alter. Drogen, keine Drogen hier. Schon mal wieder, dass ich Create nicht mag. Ich habe meine komplette Chaos-Ecke hier abgerissen und habe versucht, ein bisschen sauberer aufzubauen, aber. Immer noch beschissen. Da steht mir eigentlich wieder still, weil die Trauer voll sind. Achso, ich wollte mit Dings anfangen, aber das Problem ist, ich hab nicht mal Strom dafür. Ich sollte mich erstmal um Strom kümmern, bevor ich hier Refined Storage aufsetzen will. Aber es gibt irgendwie nichts wirklich an Farming-Blöcken, also. Harvester gibt's auch nicht, ne? Müsste ich über Create machen. Oder ich gehe über Kohle. Ich glaube, ich gehe die einfache mit Kohle, oder warte mal. Hier ist doch Industrial. Ist auch
Muss ich aber den Farmer deaktiviert, dann kriege ich aber hier was zu viel. Wie ist denn das Ding? Slaughter, Plant Sower, Plant Sower? Nein. Sewer. Plant Gatherer. Ich meine, der wäre eigentlich machbar. Das heißt, ich bräuchte aber eine Latex-Produktion und da drücke ich. Habe ich nicht drei gemacht? Doch, da sieht bitte Food Extractor. Ich hatte doch irgendwo einen Magma Generator. Magmator. Headpipes. Sollte eigentlich machbar sein, ein paar von denen zu bauen. Itempipe. Fluidpipe. So. Bist du mit Eier fütterbar? Ich hole mir einen, bevor ich da einen Rechtsklick drauf mache. Du bist nicht mit Eier fütterbar direkt. Okay. Aber wenn ich so mache und so mache, das wäre möglich. Okay. Irgendwo ein Tank oder so? Ad-Mechanism Tank. Der kostet ja nichts. Boah, gibt's keine Möglichkeit, die Eier automatisch irgendwie. Ja, Mixer. Ja, einfach hier. So. So. Ist er jetzt nur mal übergangsweise, ne? Sagte er, wird die wieder ändern.
Schon. Er sagt mir, hier schon mal anfangen rauszulutschen. Nehmen wir unseren Tank, der da ist, Blutpipe. Da drauf. So. So. Okay, jetzt brauchen wir einen. Bumsi, derzeit kann man hier die auch schon mal wieder rausholen. Und hier kurz brennen lassen. Da. Magnet ist an, da kannst du irgendwo hinkacken. Gleich ein Bucket. Jetzt mal wieder alles wegpacken hier. Gut. Da haben wir ein Batex of Ladex. Dann bauen wir die Machine Frame. Vornatze. Nicht geht, weil Kopfstone nicht dran geschlossen ist. Die Latex Processing Unit. So, die kommt dann hier hin. Die da raus. Und die brauchen ja noch Wasser. Ist gleich drum. Was wollte ich? Die Wrench. Die habe ich im Inventar. Du jetzt erstmal dahin. So. Bei den guten alten Akkumulator. Akquets. Der irgendwie anders aussieht. Haben wir davon irgendwas? Nein. Der will Bronze haben. Das ist 2 zu 1 oder 3 zu 1, keine Ahnung. Bronze. Zwei zu 1, Copper. Kurzzeitgedächtnis lässt grüßen. Hin.
Habe ich denn? Habe ich. Na dann lass es dir schmecken. Und wann bringst du mir meine Portion vorbei? Ja, aber ich kann gerade nicht weg. Ich muss hier streamen und so, ne? So, das mal reichen. So ein Packding. Ich hab doch any class, ich hab doch class. Ja. Ja, ich gehe davon aus, dass es mir schmecken würde. Hab's ja schon öfters gegessen. Geht ja so, das sehen wir da gleich. Honig Barbecue. Oh, 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 hört sich aber sehr lecker an. Nee, da nicht. Da. Hab ich gerade hier Wasser dupliziert? Gibt Dinge, die muss man nicht verstehen. So, du ab, du rein. Kostet natürlich die nächste Stufe vom Magma, da ist auch glaube ich nicht so teuer. Basic. Wäre machbar. Das wäre machbar, das wäre machbar. Das heißt. Ein bisschen was von dem Zeug hier. Ein bisschen von dem Zeug hier. Was von dem Zeug hier? Dem Zeug hier, das Ding, das so. Ich soll doch eigentlich alles haben. Der Harden, das kriegen wir noch nicht hin. Auch mit Barbecue-Sauce kann man nichts falsch machen.
Bist du noch aktiv? Nein, du bist nicht mehr aktiv, oh klar. Eins, so, ich brauche zwei Minimum. Was spielt Schuster in Block 3 weiter? Rage Quit. Was, guck mal, ist doch gar nicht so schwer. Muss halt hier nur ein bisschen mit dem Getriebe, ein bisschen groß auf klein und so, dann erhöhst du Drehgeschwindigkeit. Ist doch voll easy, ey. Create immer noch einfacher zu verstehen als hier Blood Magic. War genauso nervig, aber ne. Ja. Das hat eher so, weil unser Interessengebiet ein bisschen anders ist, ne? Ich mag so eher die Technik, du das komische Zeug. Mich, ob ich unter den Tank Lava packen kann. Oder ob mir hier alles abfackelt dann. Neun, 18, 27. Da brauche ich aber auch noch einen Range-Add-on und. Naja. Gibt's eigentlich, dass die Vorgang mit Questline nicht wirklich. Nur davon irgendwas. Nein. Zweimal Goldgear, zweimal die Iron-Axt, einmal eine Iron-Hu. Dafür ein Pages Frame. Da haben wir mal ein Plant Gatherer. So. Give me a second chance. The
Erhöht natürlich hier die Helligkeit. Ja, war auch eine Möglichkeit. So geht's auch. Wo ist meine Karotte hin? Ich hoffe, es funktioniert mit dem Teil. Ja, muss halt was Kaltes essen. Noch ein Eis hinterher, dann geht's besser. So. Range Add-on und 4er bräuchte ich dann, ne? Da brauche ich die Dissolution Chamber ja auch noch. Muss da eins kaufen gehen. Gucke, dann brauche ich eine Pity Machine Frame. Muss du selber Eis machen. So, hier die Dissolution Chamber. Auch noch oben braucht. Hm, pack was dahin. Ja, aber dann kriegst du hinterher was schönes Kaltes zum Essen. Genau. Warte mal, hatte ich nicht sogar einen Range Addon noch bekommen gehabt? Oh, Kistenchaos Deluxe. Sieht nicht so aus. Das heißt, wenn ich jetzt sage hier, ist das nicht supported. Heftig. Zwei Redstone, ne? Zwei Redstone, 4 Nuggets. So, wollen wir warten, bis dort Latex voll ist? War doch Latex, oder? Ja. Hier kurz abklemmen, damit es ein bisschen schneller gehen. Aber wäre ja langweilig. Kann ja theopraktisch schon mal Vorbereitungen machen. Mechanism. Ach scheiße, ich muss ja auch beim Mechanism rein. Nix als Stress!
Aber wer die beste Stromquelle haben will im Early Game, ne? Ich hoffe, die haben es hier nicht so sehr genervt. Will ich ihnen auch noch gut trauen. Water Hydrogen ist okay. Basic Chemical Tank sieht auch noch normal aus. Steel. Steel ist so eine Sache, aber da kommen wir auch noch dazu. Siehst du, Steel? Oh, Bricks. Hier 8, 12, 16, 20, 24. Ja, aber dann auch noch hier 9x4, weil ich brauche wieder Clay, oder nicht? 36. Dann wird auch mal 36, sehen wir dann. Oh gut, du schaffst das. Nicht, wenn kein Holz mehr da ist. Genau so. Genau. Hallo Neshi. Komm. Ziehen wir mal da hinten rein. Ja, sonst bin ich hier, weil er die Zeit vergisst. Den Klonwurm heute Mittag habe ich auch schon wieder verschwitzt. Egal, scheiß drauf. So. Das heißt. Achso, Sandstone fehlt ja noch. 9 Stück. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ach genau, 27. Wunderbärchen. Jetzt die Frage. Hatte ich über diesen komischen Hammer schon gebaut? Wenn ja, wo ist er? Boah, ich mach schneller einen neuen, bevor ich den wahrscheinlich im Chaos finde. Ne, ich hab ihn anscheinend noch nicht gebaut.
So, musst du schon mal anfangen, hier zu brennen. Unten putteln, weil ich muss auch noch ein Bedrock. Hey, hat's geschafft. Wunderbärchen. So, ja. Yep, Martira. Ein Inventar. Die Karotten komplett abweist oder aber anständiges. Er reißt die kompletten Karotten komplett ab. Puh. Es gab doch, glaube ich, noch so ein anderes Plant. Gatherer Fertilizer. Was gab von denen aber auch noch ein Dings, Industrial, etwas, wo einfach nur Rechtsklick drauf macht. Ja, das Sauer plantet wieder und der von unten, das heißt, er müsste unter die Wasserquelle. Was ist das hier? Interactor oder so? Ja, aber die wollen hier alles, dass du Trade alles machst, ne? Sucklin Gatherer. Über die Garn-Lodges, aber ich weiß nicht, ob die schnell genug sind. Das kommt später. Bei dem Modpack kann es passieren, dass ich irgendwann am Rad drehe. Hubels Pricks. Und nochmal zwei Plastik. Da.
Dann wahrscheinlich aber auch wieder ein Range Addon Power. Gehe ich von aus. Hab ich jetzt das Falsche gebaut? Nicht so, so. Ich gehe mit meiner Laterne. So habe ich eigentlich nur so wenig Clay. Da habe ich Clay doppelt drin. Oh ne, ich habe Clay doppelt drin. Okay, okay, okay. Meine Pisten. Der kennt wieder die Längs nicht. Vier Nuggets. Jetzt mein Bucket schon wieder hin. Das sind zwei Blöcke. Passt, wenn ich ihn direkt drunter stelle. Das sollten wir vielleicht auch ausrüsten, ne? Jetzt sage Showroom Area.
Sollte ja Theo praktisch dann die Area sein, ne? Ja, schön mal aus diesem Pocket Storage auch direkt rausbauen, wie aus den Dank Null. Das ist ja alles viel zu einfach. Brauche ich das Ding? Brauche ich Artholder? Brauche ich auch? Jetzt kommst du dahin. Ab geht Energy und Item. Typus extracten. So. Du tust auch. Das verwechsel ich immer, ey. Ne, du tust Energy inserten, war das doch, ne? Ja, nicht Stock. Insert. So, du tust auch ab Energy insert ab. Keine Items mit Karten mehr. Lüse. So, Item Card. Ich glaube, das waren ein paar zu viele. Ja, das waren ein paar zu viele. Ich glaube, so viel, nicht so schnell werde ich keine mehr bauen müssen. Ab. So, tust du Items tust extracten. So. Reicht dir von der Reichweite her? Ja, tut ihr. Den einfach jetzt testweise dann hier hin. Von E-Seite Energy Boost Extracten. Das heißt, du kriegst Energie. Wunderbärchen. Nee. Wenn ich jetzt sage, ignored. Item Card. Fuß inserten, genau. Jetzt werdet ihr hin und her geschickt, ne?
halt gerade auch ein bisschen langsam. Da rein. So, ab. Ja, 3, also wir müssen hier auch noch einstellen. Schnell es geht. Dann sollte jetzt ja theoretisch wieder alles bepflanzt werden, oder? Okay, bepflanzt dann. Add mechanism tank. Ich jetzt eigentlich sagen, Item Card. Wie kann ich jetzt eine Priorität festlegen? Keine Ahnung. Jetzt lassen wir erstmal ein bisschen laufen und gucken einfach mal, was passiert, wenn das Ding voll läuft.
Watches. Haben wir keine. Krass. Obsidian. Ach, 6 Redstone. Wo war mein Gang? Da ist mein Gang. Boing, boing. Das können wir Panda wieder ein bisschen triggern. Hätte man noch was zu essen mitnehmen sollen. Na. Oi da! Ach, scheiß drauf. Wer braucht schon Essen, ne? Boing, 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 boing. Ja, aber so oft muss ich auch nicht hier runter. Sie ist ja langsam und so. Und selbst. Ach ja, die Pseud lässt sich ja so gut abbauen. Oh, ich glaube, ich war schon mal hier unten. Hier unten? Tja, Farming, Farming, Farming und so, ne? Gar nicht warum. Das Pack ist doch toll. Neue Sachen, neue Mods und so. Das ist auch der, der mir einen Vortrag hält. Ich soll mal andere Mods ausprobieren. Ja, Nechi, dann wird es Zeit, dass du was anderes spielst. Habt ihr im Steam gesehen, dass jetzt auch mal an December zum ersten Mal gespielt. Ist ja eigentlich auch ganz interessant. Will ich wahrscheinlich die Tage auch noch mal ein bisschen reinschauen. Brauche auf jeden Fall gerade eine Diablo-Pause. Es ist gerade irgendwie, na, gar kein Bock. So, von den paar Pay-to-Win-Aspekten absieht, ist eigentlich ganz nett. Ziemlich teuren Shoppreise, die da haben. Ich meine, irgendwie die drei, sagen wir mal, Core-Chest-Truhen hier, Dingsy-Bumsys wie PoE halt, Hörensys-Dash-Tab und Item oder was es da alles
Alles gibt, da zahlst du, glaube ich, für die drei Core-Stash-Tabs irgendwie über 70 Euro. Irgendwie so 25 Euro oder so pro Tab. Currency-Stash-Tab oder so. Oder Pets, die für dich looten, die kannst du dir dann mieten, wöchentlich oder monatlich. Aber okay, das ist halt auch wieder nur Luxussache, aber ist halt schon etwas seltsam. So, Magneten aus. Obsidian dahin. Dann Steuerung. So, sollte eigentlich reichen. Home. Ja, wir haben sich doch heutzutage für alles Mögliche bisschen Inspiration geholt, nennen wir es doch mal so. Hämmer das, hämmer das, hämmer das. Ich mach grad wieder 5 Mods auf einmal. Ich hab mich auf eine Sache zu fixieren. So, wie heißt's? Ach, da bin ich mal gespannt. Please. Mal hier mal ein Stack. Flux-Block brauchen wir 4. Einen nochmal extra. Das brauchst du über 5. Das heißt, wir machen gerade nochmal einen. Den stellen wir aber zur Seite, falls wir nochmal Flux brauchen. Dass wir nicht nochmal nach unten laufen müssen. Naja, D2 nimmt halt auch, aber auch immer ja, momentan relativ schnell an Zuschauerzahlen ab. Es wird halt schnell langweilig ohne den, wie sagt man so schön, Endgame. Irgendwelche Alternativen da mal zu bieten. Das mit den Thunder-Charms ist ja ganz nett, dass man jetzt überall mal fahren konnte, aber Point, Flux, Lack. Ja, ist auch meistens so, dass man
am Anfang ein bisschen nur Probleme hat, durchzublicken, kommt halt mit der Zeit. Für Panda müssten ein Ragnarok Online Resurrect kommen, da wäre er voll drin. Wie hat halt einen besseren Endgame-Grind, dass du einfach Maps machen kannst und immer wieder ein bisschen Abwechslung hast. So, create new network. Numpy. Public, ich spiele eh alleine. So, wireless charging moment. So. Geht's hier aus? Bescheiden. So. Weiß ich, das ist die Diskussion hier, Diablo, PoE oder so weiter, das ist dieselbe Diskussion wie hier PC oder Konsole. Nur Apple oder Android. Das ist, jeder hat so seine Vorlieben und. Ja. Ich hab wieder kein Cobblestone mehr im System. So, 3, 4, 5, 6, man muss gleich 3 Stück. Oh. Jeder wie er es mag, ne? Die Dinger stecken immer noch nicht. So. Add Pizza, Energy Pipe. Energie wird hinten und vorne nicht reicht von dem Teil, aber okay. So, und brauchen mehr Rabisken, Rotstein. Noch ein bisschen mehr Rotstein. Könnte ich. Ist doch langweilig. Ich schmecke lieber rum. Brauchen wir Eier und Osmium. Was brauchen wir das Ding um. Oh, das geht ja. Nummer 20. Geht voll klar.
Ich bin jetzt immer noch an die anderen Modpacks gewöhnt, dass die Dinger da über 1000 RF pro Tick brauchen. 20 RF geht voll klar mit dem Magmator. Der steigt sogar, der hält sich. Braucht halt ein bisschen schneller die Lava, aber. Oh. Der hält sich. Ja, Mann. Ich weiß nicht, so ein Treppchen hier auf, für ein bisschen Lava hin und her zum Schütten. Wie sieht es mit meinen Möhrchen aus? Bin mal gespannt, ob die Sludge hier noch ein Problem wird. Vor allem eine Prioritätenliste, das wäre noch gut rauszufinden. Ich will halt Priorität 1 immer hier rein. Ach, guck mal da, Priority, da steht's doch sogar. Meine Fresse. Ich muss gucken, dass ich halt die neuen Stacks Karotten irgendwann voll bekomme. Dass der dann mal anfängt, woanders abzugeben. Gibt's hier eigentlich irgendwas? Growth Accelerator, Bed of Goddess. Das Project E, hier komme ich noch nicht ran, aber bringt mir auch nichts. Was gab da? Hammer. Rückzeug. Das ist kein Rezept. Farmland. Ist auch kein Rezept. Soil. Das hätte was, die Composition, Soil Blender, Soul Soil, Aber da gab's doch hier Hydrophonic Bed.
Fertilizer. Fertilizer ist Sewage. Sewage wird auch hier. Ist doch nicht, das ist Sludge. Sewage war Tier AA. Oder? Glaube ich. Das Tier habe ich auch heute schon gebaut, aus Versehen. Genau. Ich würde mein Hühnchen da draufstellen. Hier ein bisschen was, hier ein bisschen was. Das sollte doch theoretisch schon ausreichen. So, so, so. So. Edmika, Kuscha. Jetzt sind wir wieder bei der Sache mit dem Stil. Da war ja noch was. Was tut Eloy? Melting, Casting. Stil. Was haben wir denn für Stil überhaupt? Ingot. Wir haben nur das. Casting ist langweilig. Packing, meh. Blast Furnace. Dann, warte mal. Die haben das Rezept ausgeholt. Nee. Dann gehen wir halt über die gute alte Kohlemethode. Iron. Das heißt. Du da rein, du da rein, da rein, dann Side Config, clear, 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 Output, I check on, du nimmst automatisch an, das ist schön. 1 zu 2 oder 2 zu 1 oder 1 zu 1? 1 zu 1. Okay, haben wir ja schon mal den Crusher, was wird Ende eh noch nicht reichen, so. Klar schon wieder nicht. Crashy Crashy. User IO, Laser. Ein paar von Bauen. Ja.
4 Stück. Ich nicht. Hätte doch gereicht, blöde Biene. Wo zum... meine Hotweiser. Okay. Crusher hier hin. Das heißt... das brauche ich und das Ding brauche ich. Was ist noch da? Ab. Energy. Boost Energy inserten, das stimmt. Des Weiteren tust du Items inserten. Aber auf einer niedrigeren Prio. Kriegst du schon Energie? Nein, kriegst du nicht, weil ihr noch nicht verbunden sind, weil... seid ihr verbunden? Jetzt kriegst du auch Energie. Hab ich eigentlich irgendwo noch Karotten? Jetzt ziehen wir aber mal ein halbes Stack mit raus. Ach, Mechanism Geräusche, ich mag sie. Energy Cards. Oh, ja, ein Stick. Dann machen wir noch ein paar Stacks. Dass wir da ein bisschen was auf Vorrat haben. Wir müssen ja nicht sparsam sein, wir haben ja Hühnchen, die genug produzieren. Okay. Dann geht's weiter mit... Biofuel.
Das wird in eine PHC gepackt. Eins, zwei. Und hier ist gerade auch leer. Mann, Mann, Mann. Mal ein bisschen mehr rein. Was drauf, ne? Hier aber auch schon wieder viel Stil. Ja, komm, eins mehr. Ich rohe, wenn ich das Ding gleich fertig, irgendwann fertig habe. So, dann haben wir die Enrich Chamber, dann haben wir hier eine PRC, dann brauchen wir noch mal einen Aquius. Akkumulator. Das war noch mal so ein Ding. Mal ein Buckel. Packen wir den am blödsten hin. Craften wird so einfach. Kann ja jeder. Irgendwie scheint er nicht mehr von allen Seiten zu nehmen. Egal, Karl. Dann down fluid extract. Overclocker Card wäre gut.
Weiß gar nicht, ob der überhaupt so viel annehmen kann, aber erzähl mal dann. Hat der eigentlich ein Interface? Ach, hat er mittlerweile sogar. Interessant. Sogar mit Augmentation Slot. Ticks, okay. Ja, okay. Nehmen wir das, brauche ich sowieso. Du gehst in PHC rein, also es muss eine Item-Note. Obwohl, ich kann ja die Sachen von unten angehen. Ich brauche nur ein Gas. Das hört oben rum. Ja, passt doch eigentlich. Das heißt, ich kann die Theo praktisch auch alles ein bisschen kompakter bauen. Laser, gibt's aber noch nicht. Hat er noch kein Gas gemacht, oder? Nein. Wer war's? Diablo oder Chosen? Der die Mod gemacht hat. Das heißt aber, du kommst da rein. Und hier ein Mode rein. Abfluid. Du tust. Insert. Das heißt, bist du verbunden mit dem? Du wirst hier ans Netzwerk mit angeschlossen. Dann kriegst du ab, kriegst auch noch Energy. Dann ab, kriegst du noch eine Item Card. Der die Extract ist, aber auf Channel 1. Dann kriegst du eine Item Card ab. Inserted auf Channel 1. Okay, jetzt hatte ich die Frage. Ich hoffe mal, das funktioniert mit dem Input-Output. Als nächstes brauchen wir Hydrogen. Hydrogen bekommen wir aus einem Electrolytic Separator. Energie leer.
Darunter buddel ich mich jetzt nicht. Das Ziel sollte erstmal reichen. Ah, shit, Knuckles. Ich brauche den Scheiß auch noch. Zwei Osten. Vier, fünf, sechs, drei, Gold. Was funktioniert mit dem Zeug? Sieht gut aus. Ruhe ist voll. Glas schicken kann zu viel. So, dann brauche ich das Ding und das Ding. Bist du noch mit dazu? Du bist gelockt. Bist du gelockt? Glaub schon. Wieso viel Glas hier drin auf einmal?
Das ganze Draw mit Void Up jetzt nur noch ausstatten. Du willst da eine Sache machen, kommen fünf andere Sachen dazwischen. Drei 20, das heißt ein halbes, da kriegen wir noch ein. Was wollt ihr jetzt machen? Electrolytic Separator, glaube ich, wollte ich. So, links Hydrogen, rechts Oxygen. Wir brauchen Hydrogen. Genau. So, ich mache den aber trotzdem mit einem Abstand, damit ich hier noch einen Zwischenbuffer habe. Hab. So. Ab. Energy Fluid Insert. Achso, muss ja noch verbunden werden. So, du kommst Dumping Excess. Kommt halt mit Strom nicht hinterher. Ein bisschen zu viel läuft. Aber egal. Egal. Heißt, dann geht's jetzt. Mechanism Gauss. Ich werde die Namen von Dingern mal merken können. Das ist Fluid, das ist Gas, Pressurized Tube. Diesmal war Glas bitte von da. Geht nicht. Egal. Haben wir damit auf jeden Fall schon mal ein bisschen. So, mal dich. Du brauchst aber noch zwei davon. Gerade Glasprobleme. Jetzt brauchen wir so ein Ding, reicht noch.
So ein Ding reicht noch. Puh. So. Und dich hier rüber. Nein. Tust extracten. Das soll es hier inputten. Backside tust du outputten. Okay, haben wir hier schon mal Ethylen drin. Fehlt mir noch eine verkackte Energy Node, Laser Node. Zu dir sag so, auf der Seite Energy Extracten Overclocker, aber sowas von voll. So viel klickt jetzt zwar niemand eben hin, aber egal, Speed of 1. Wenn wir dich jetzt ans Netzwerk anschließen, sollte in der theopraktischen Theorie alles anfangen zu laufen. Uhuhu. Dich können wir abreißen. Ich kann mal wieder einsammeln. So. Haben wir vielleicht sogar noch einen? Nenn ich Compacting. Haben wir sogar noch einen? Nein. Site config, extract on. So. Passt so genau mit der Zeit. 18 Uhr.
zwar nicht das hinbekommen, was ich eigentlich machen wollte, Refined Storage anfangen, aber dafür steht die Stromversorgung. So halbwegs. Puh, meine Fresse, was ein Stress. Okay, dann war's das für mich von heute. Erstmal hier wieder. Jetzt gibt's Essen, ich hab Hunger. Natürlich danke vielmals für das Bauen und natürlich auch für den Chat. War mir wie immer eine Freude. Panda, Neshi. Die eine oder andere Lurker, der mal reingeschaut hat. Und ja. Wir sehen uns dann vielleicht morgen wieder. Haut rein. Bye, bye.